Diesmal möchte ich, da es sich gewünscht wurde, nochmal ein Tutorial zu MySQL und Java machen. Dazu werde ich im ersten Teil zeigen, wie ihr das einrichtet und im zweiten dann, wie ihr es benutzt. Zum Einrichten, ich habe jetzt hier Windows 7, an dem ich das gleich zeigen werde, wie das funktioniert. Das sollte unter Vista und XP relativ ähnlich, wenn nicht sogar komplett gleich sein. Unter Linux ist das Installieren der MySQL-Datenbank kein Problem, Paketquellen einrichten, ODBC-Brücke, ja, Internet, Google eigentlich auch kein Problem. Werde ich jetzt nur nicht hier näher zeigen. Also ihr müsst erstmal ein paar Pakete laden. Das wären so MySQL Essentials, das ist quasi die Datenbank selber in einer entsprechenden 32 oder 64-Bit Binary. Und dann braucht ihr eben diesen Connector. Das kriegt ihr im Internet, beispielsweise hier bei dev.mysql.com gibt es die MySQL-Datenbank, wer hätte es gedacht, in den verschiedenen Binaries. Und da gibt es auch den Connector ODBC. Gut, die braucht ihr erstmal beide. Dann geht ihr auf Systemsteuerung, also ihr ladet sie runter, installiert sie, dann Systemsteuerung, Verwaltung, Datenquellen, ODBC, hinzufügen, den hier, fertigstellen. So, jetzt tragt ihr bei Data Source Name irgendeinen beliebigen Namen ein. Ich habe jetzt hier zum Beispiel MySQL to ODBC. Da könnt ihr irgendwas eintragen, ihr müsst nur noch wissen, was ihr jetzt eingetragen habt, weil ihr das als, ja, Namen im Java-Programm nachher eintragen müsst, welche Datenquelle ihr benutzen wollt. Dann TCP-IP-Server ist jetzt bei mir Localhost. Kommt drauf an, ob hier halt das Ganze lokal hostet oder die Datenbank irgendwo im Internet ist. User Password, bla bla, halt eintragen. Dann habt ihr schon den Hauptteil der Arbeit erledigt. Dann haben wir das hier alles fertig und können uns das Ganze in Java angucken. Dann schauen wir uns mal den Java-Teil an. Also an sich ist es erstmal gar nicht so viel, was wir jetzt hier uns ansehen. Das hier oben brauchen wir, um den Treiber zu laden. Also hier sagen wir, dass wir einen JDBC ODBC Betreiber haben wollen. Die Zeile, da könnt ihr einfach so abschreiben im Prinzip. Und dann holen wir uns eine neue Connection. Die nennen wir jetzt hier Con. Und die holen wir uns über den Treibermanager und Get Connection. Diese Zeile hier ist dann die Verbindung zu der Datenbank, die wir haben wollen. Die haben wir ja vorher in unserer Verwaltung. Ich kann es nochmal kurz öffnen. Systemsteuerung, Verwaltung. Hier, da haben wir ja gesagt, dass unsere Datenquelle MySQL to ODBC soll jetzt unsere MySQL-Datenbank sein. Also sagen wir hier Get Connection MySQL to ODBC. Dann weiß die ODBC-Brücke, alles klar, ich muss auf die Datenbank. Das Passwort und alles ist ja auch schon hier eingespeichert gewesen, sprich, wir müssen jetzt nichts weiter mehr im Java-Quelltext machen. Die Verbindung steht jetzt bereits zur Datenbank. Jetzt gehen wir in so ein nächstes Try-Statement und versuchen, unsere Datenbank erstmal zu füllen. Die Methode zeige ich gleich. Die heißt dann hier in meinem Fall MacDB und bekommt dann die Connection. Weil wir mit dieser Connection, mit der Verbindung zu unserer Datenbank, können wir die jetzt befüllen, wir können Queries stellen an die Datenbank. Damit können wir jetzt alles machen. Wir brauchen nur immer das Connection-Objekt. Deswegen übergebe ich das hier. Das Ergebnis wird ausgegeben und dann frage ich nochmal, also dann gebe ich eine Query ein, um das auch nochmal gezeigt zu haben. Okay, dann gucken wir uns mal die MakeDB an. Hier haben wir jetzt unsere MakeDB-Methode. Die bekommt unsere Connection übergeben. Und jetzt müssen wir noch ein Statement erstellen. Ist ein bisschen umständlich, aber ist nun mal so. Das heißt, wir brauchen dieses Statement. STMT ist gleich con.create Statement, bla. Die Con ist unsere Connection, also die Verbindung zu unserer Datenbank. Davon müssen wir jetzt noch ein Statement erstellen.
Und mit diesem Statement, das ist dann dieses STMT, können wir Updates oder was auch immer auf unserer Datenbank ausführen. Die oberste Zeile hier ist jetzt Execute Update, Create Table, Accounts und so weiter und so fort. Ich zeige es besser erstmal hier dran. Das ist ein Auszug aus der Tabelle, die wir gleich erstellen wollen. Diese Tabelle hat 4 Attribute, also Attribute sind die Spalten, Name, Klasse, Level, Gold und zufälligerweise auch 4 Tupel. Tupel sind dann die Zeilen. Also, ich meine, Excel hat wohl jeder mal gesehen und das ist im Prinzip ein Teil einer Excel-Tabelle, was ja auch nur eine Datenbank ist. Ist eigentlich relativ offensichtlich. Zurück in den Quelltext. Also hier erstellen wir Create Table Accounts, also erstellen die Tabelle namens Accounts mit einem Attribut für Name, einem Attribut für Klasse, Level und Gold. Wobei Name jetzt 10 Characters lang sein kann. In meinem Fall sind es immer nur 3, aber maximal 10. Klasse kann maximal 10 Characters lang sein. Jetzt im Nachhinein habe ich mir auch überlegt, man könnte es vermutlich sogar einfacher mit einem, keine Ahnung, Integer-Wert oder so lösen. Weil man dann, wenn man es im Programm verarbeitet, nicht immer dann den String einlesen muss. Aber gut, wir haben jetzt hier 10 Characters und schreiben es halt wörtlich rein. Wir haben ein Level, das ist ein Integer-Wert, 25, 27, 25 und so weiter. Und einen bestimmten Goldbetrag auf den Konten. Was man jetzt relativ einfach sieht, wir haben hier die Tabelle erstellt in dieser Zeile. Und jetzt fügen wir da einfach Tupel ein. Also Insert into Accounts, auf Deutsch in Accounts einfügen. Und zwar die Werte AAA Magier 25 2500. In derselben Reihenfolge, wie oben eben die Attribute angelegt worden sind. Das heißt, das hier ist der Name, das ist die Klasse, Level und Goldbetrag auf dem Konto des Spielers. Da können wir jetzt beliebig viele Updates ausführen und Tupel einfügen, wie wir gerade lustig sind. Und wenn wir fertig sind, ja, schreiben wir noch Statement.close. Dann müssen wir dieses Statement quasi abschließen und dann wird es auch eingetragen. Jetzt einfach für die Methode hier zu erläutern, ich habe oben den String, der erstmal leer initialisiert wird und dann wird eben entsprechend Datenbank initialisiert drangehangen oder Ausgabe, Fehler drangehangen. Wenn eben irgendeine Exception gefangen wird, dann schreiben wir den Fehler in die Ausgabe und geben dann die Ausgabe zurück.